Ja, guck mal, was wir hier gefunden haben. Boah, lauter Kartoffelbuwiste. Aber mit. Oh ja. Schmarotzerröhrling. Mit Schmarotzerröhrling. Gucken Sie mal an. Hier, überall. Ja. Ja, ist ja irre. Ja. Muss das mal durchschneiden. Also. Ja. Soll ich mit der Kamera mal dichter kommen? Ja, komm noch mal. Ja. Ja, guck mal. Da ist die Sporenreife verhindert worden. Man nimmt ja an, dass das ein Regulativ ist, wenn es wie dieses Jahr unglaublich viele Kartoffelbuwiste gibt, dass die Schmarotzerröhrlinge dann verhindern, dass die Sporen reif werden in den Kartoffelbuwisten. Das ist doch ein Mykorrhiza. Der Kartoffelbuwist ist ein Mykorrhiza-Pilz. Der wächst vor allem auf sandigen, trockenen Wäldern, Laub- und Nadelwäldern. Und die Schmarotzerröhrlinge, ja, die schmarotzen auf dem Kartoffelbuwist und sind eine Ausnahme, die Fledermaus im Pilzreich, denn das sind die einzigen Röhrlinge, die keine Mykorrhiza bilden, sondern die Mykorrhiza indirekt über den Kartoffelbuwist bekommen. Sehen ja total hübsch aus, ne? Aber total relativ hübsch. Selten so zu finden, ja. Also nur weil wir jetzt so viele Kartoffelbuwiste momentan haben. Ja. Spannend wäre ja auch, wie der Schmarotzerröhrling von innen aussieht. Schneid doch den auch nochmal durch. Sehr helles Fleisch. Vielleicht zeig auch noch mal die schönen gelben Röhren. Das ist ja wirklich auch beeindruckend, wie hell die sind. Ja, über den Speisewert wird ja immer diskutiert, ne? Aber ich würde ihn jetzt nicht gerne essen. Nee. Aus dem Kartoffelbuwist ist ja Magen- und Darmgiftig. Der Kartoffelbuwist ist Magen- und Darmgiftig. Ich habe gehört, dass der Schmarotzerröhrling schlecht schmecken soll. Oh, das ist ja natürlich auch noch, ja. Und ich finde es total schön, wenn man sagt, er sollte der Seltenheit wegen geschont werden. Also, guter Mittelweg. Brauchen wir ihn nicht probieren. Nein, wir schonen ihn. Wir lassen ihn hier im Wald. Ja, wir schonen ihn. Ja. Kann noch ein bisschen sporen. Ja. Okay.